Hallo Leute, in diesem Video wollte ich euch mein neues Spielzeug vorstellen. Ich weiß, das ist so ein chinesisches Allfahrrad. So eine Art Pitbike, aber in 18 und 21 Zoll Bereifung. Es hat einen 250er Kubikmotor, Songshen oder sowas, 20 PS und 17,5 Newtonmeter. Dieses Motorrad oder wie auch immer kostet neu 2200 Euro und ich habe das einfach für einen sehr günstigen Preis bekommen, und zwar weniger als die Hälfte des Kaufpreises, nagelneu. Und ja, da konnte ich einfach nicht nein sagen und deswegen habe ich mir das einfach mal gekauft zum Ausprobieren. Ich bin gestern schon eine kleine Runde gefahren. Was positiv ist halt, es hat einen Elektrostarter jetzt im Vergleich zu meiner Yamaha, nur mit dem Kickstarter. Aber die 20 PS, das merkt man natürlich, ist ein bisschen wenig. Aber ja, dafür ist sie halt schön leicht. Und nächste Woche, da wollten wir vielleicht mal losfahren, im Wald und so. Und da wollte ich sie ein bisschen testen, die Maschine dann, wie die sich so macht. So an sich schaut die gar nicht schlecht aus, also der Motor läuft schön rund. Das hört sich auch gar nicht schlecht an, so der Sound und so. Ja, und den Rest, das wird sich dann einfach zeigen.